Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir machen gerade ein Osterfotoshooting mit meiner Schwester und ihrem kleinen Emilio. Die sind nämlich hier. Und da seht ihr schon die Lampe. Und ich wollte euch das Ganze mal zeigen und euch da so ein bisschen mitnehmen, wie ich das gerade so ein bisschen gestaltet habe. So sieht das jetzt hier aus. Ich habe hier so ein bisschen Osterdeko aus unserem Regal genommen. Unser Pampasgras, finde ich, passt auch total gut. Und hier den Korb mit dem Fell. Ja, der Hintergrund ist nicht gebügelt, aber das ist gar nicht schlimm. Das macht das Bearbeitungsprogramm nachher wieder weg. Genau. Und da werden wir jetzt den kleinen Emilio mal so ein bisschen shooten. Lia hat was Schönes gemalt. Schaut mal. Lia, zeig mal, was das alles ist. Soll ich einen Luftballon malen? Okay, dann malen wir einen Luftballon. Ja, warte. Oh, das ist gar nicht so einfach, wenn man das nicht festhalten kann. Guck mal, ein Luftballon. Da. Meinst du auch ein Luftballon? Nein. So, ich habe jetzt nochmal hier den Kuschelhasen von Lia geholt. Ich glaube, das sieht bestimmt auch ganz süß aus auf einigen Fotos. Willst du ein bisschen filmen? Film das mal hier. Wie sieht das aus? Oh, hübsch. Der Hase hier rein. Guck mal so. Hübsch! Toll! Ich sehe sehr wohl, Hasi. Noch ein Hasi, ne? Auto. Oh, das Auto willst du auch? Ja, film mal das Auto. Oh! Foto. Ich will Mama Foto. Ja, Mama macht jetzt hier Fotos, ne? Ich will Foto. So, jetzt ist erstmal Essen angesagt. Ich habe hier heute wieder in meiner Lidl-Küchenmaschine gekocht. Und zwar Zucchini-Soße mit Nudeln. So, hier ist fertig für mich und meine Schwester. Und Lia ist es kurz im Kühlschrank, damit das gleich schön kalt ist. So, Lia konnte nicht warten. Sie kriegt natürlich dasselbe wie wir. Und die Teller sind übrigens von Twist Shake, genauso wie das Besteck und auch ihr cooler Anzug. Ihr seht nämlich ein neues genähtes Outfit von mir an und das wollen wir ungern einsauen. Deswegen muss ich ja immer so pusten. Genau, das ist ein Lätzchen, so ein kompletter Anzug sozusagen. Der schützt schön. Nein! Da kannst du schön essen. Ja, willst du essen? Hau rein, mein Schatz. Guten Morgen! Es ist der nächste Tag. Wir haben gestern nicht mehr viel gemacht. Wir haben gegessen und dann kam Felix von der Arbeit und dann haben wir uns einen gemütlichen auf der Couch gemacht. Und jetzt ja, sind wir gerade aufgestanden, Lia und ich. Felix schläft noch. Wir haben heute Karfreitag und genau, deswegen genießen wir heute so ein bisschen den Tag als Familie. Mal schauen, was wir groß machen. Vieles nicht geplant tatsächlich. Einfach, ja, man kann ja auch gar nicht so viel machen. Einfach so ein bisschen als Familie. Ich habe jetzt gerade eine Haarmaske in meine Haare gemacht und das zieht jetzt gerade ein. Dann werde ich gleich in einer halben Stunde ungefähr meine Haare einmal waschen. Und dann hoffe ich, dass Felix aufsteht, damit wir dann noch frühstücken können. Lia frühstückt gerade schon. Aber ich, ja, möchte erstens nicht allein frühstücken. Also, ohne Felix. Und Lia hatte aber so doll Hunger, deswegen habe ich jetzt schon etwas gemacht. Und ich muss sogar noch ein bisschen warten wegen meiner Schilddrüsentabletten. Die habe ich ja, jetzt gerade eben genommen. Aber die müssen ja immer eine halbe Stunde vor dem Frühstück genommen werden. Dementsprechend, ja, ich habe schon richtig Hunger, aber ich muss leider warten. Aber Lia hat jetzt so doll Hunger, dass wir nicht mehr geschafft haben, ihr eine Windel zu machen. Sondern sie wollte jetzt unbedingt was essen. Genau. Das Fotoshooting war gestern richtig cool noch. Wir haben echt viele süße Fotos gemacht. Und ich wollte euch noch was richtig Schönes zeigen. Guck mal hier. Ist das nicht süß? Das ist handgemacht. Das ist so ein Bilderrahmen. Und das soll uns als Familie darstellen. Mit dem Baby sogar schon. Das Baby kann man aber auch noch rausnehmen.
Und dann später, wenn das Baby da ist, kann man das Baby halt reinlegen in meinen Arm. Oh, ich finde das so schön. Und vor allem finde ich, dass wir alle so gut getroffen sind. Also Felix mit seinen roten Haaren und Lia und dem süßen Kleidchen hier. Oh, ich finde das einfach so schön, wie wir da auf dem Ast sitzen. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Das ist ein Instagram-Shop. Und die macht das alles per Hand selber. Und ich finde das so goldig. Und ich finde, das sieht so gut aus hier bei der dunkelblauen Wand. Und hier stehen auch noch die ganzen Fotoshooting-Sachen, weil wir heute eventuell noch das ein oder andere Foto machen wollten, weil Lia hatte gar keine Lust. Und vielleicht ja, kriegen wir da noch ein, zwei Fotos nachher und sonst räume ich das auch wieder weg. Und sonst steht hier wirklich nur Aufräumen an. Wir haben gestern einfach alles stehen und liegen lassen. Dementsprechend sieht das hier auch aus. Und hier unten wartet sogar noch ein Korb Wäsche auf mich. Stoffwindeln, die möchten auch noch aufgehängt werden. Aber jetzt, wie gesagt, werde ich erstmal Felix warten und meine Haare machen und dann starten wir mal in den Tag. Mal gucken, was meine Schwester sagt. Die ist unten bei meinen Eltern. Wir werden jetzt auch gleich mal kurz Hallo sagen. Und dann mal schauen, was wir machen, was wir noch so, ja, wie der Tag so verläuft. Und ich habe euch ja gestern schon gezeigt, Lia isst ja ausschließlich von den Besteck und Tellern von Twistcheck. Ich finde die einfach mega. Seit Geburt an haben wir die. Und ja, ich liebe die einfach. Wir haben ja hier ihren Schrank und da können wir gleich nochmal schauen. Sie hat einfach 99% nur Twistcheck, weil ich finde das System einfach cool. Ich finde das Design cool. Und vor allem mit den Klickmatten, da unten, die zeige ich euch auch gleich nochmal, finde ich das einfach genial. Und auch die Flaschen. Ich habe jetzt hier einmal ein neues Set bestellt und zwar für unseren Babyboy. Eventuell etwas früh für die einen oder anderen, meinen sie bestimmt, aber die hatten gerade ein mega tolles Angebot und alle Sachen waren nochmal 50% reduziert. Das heißt, diese Klickmatten, also die große kostet eigentlich 50 Euro, die hat einfach nur noch 20 Euro gekostet. Das war so genial, da musste ich einfach zuschlagen. Und deswegen habe ich hier einmal komplett alles in Blau. Ich finde die Farbe so richtig schön, das ist ein richtig schönes Hellblau. Aber hier auch dieses Blau finde ich auch richtig schön, das ist so ein Metallic Blau, das haben die ganz neu und das ist so ein bisschen dunkler. Seht ihr das? Und ich finde das so schön. Da habe ich jetzt hier einmal so einen Becher mitgenommen. Denselben hat Lia auch in Rosa. Dann habe ich für Lia nochmal so eine Flasche auch in diesem Metallic Rosa. Finde ich auch richtig cool. Und diese Flasche mit dem Strohhalm sind so mega, weil die laufen nicht aus und Lia liebt das, aus dem Strohhalm zu trinken. Dann, wie gesagt, einmal einen Teller, ein ganz normaler, ohne Fächer drin. Einmal eine Schüssel. Die sind auch mega praktisch für Suppe oder sowas. Einmal das erste Besteck. Und dann, wie gesagt, einmal die Klickenmatten. Einmal die kleine. Die passt nämlich bei uns perfekt auf den Nomi-Hochstuhl. Auf den Tisch vorne drauf. Deswegen finde ich die mega gut. Und genau, deswegen einmal die kleine. Wie gesagt, die waren gerade mega im Angebot. Und dann einmal die große und da ist sogar noch ein Teller dabei. Und die große, von der isst Lia jetzt auch immer noch. Also könnt ihr die Teller nicht runterschmeißen. Und die Teller sind halt fest an einem Fleck. Und am Rand ist halt auch nochmal ein Schutz, dass sie nicht alles einsauen. Also diese Matten sind wirklich so genial. Und waren bei Lia damals, hier die Kleine war einfach unsere Rettung. Weil da hat Lia noch mit so, ja, fast einem Jahr alles runtergeschmissen. Und dieses Besteck ist auch mega cool, weil da können die halt von Anfang an mit essen. Da können die sich auch nicht wehtun oder irgendwas. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Da habe ich jetzt auch gerade meiner Schwester schon ein Set gegeben für ihren Kleinen, der jetzt auch gerade Beikost lernt. Genau, das ist also für unseren kleinen Mann. Wie gesagt, das war ein mega, mega Angebot. Und ich verlinke euch das mal in der Infobox. Auch noch mit meinem Rabattcode. Der ist ja immer gültig. Da könnt ihr immer sparen, falls ihr auch mal irgendwie schauen wollt. So, meine Lieben, wir haben jetzt gefrühstückt und ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt ist Felix hier gerade am Babyzimmer beschäftigt. Er hat jetzt hier gerade schon ein bisschen aufgeräumt und gefegt und jetzt auch schon ein paar Dachlatten hochgetragen für den Trockenbau, weil wir ja dann noch eine Wand ziehen müssen. Das wollte ich euch gleich mal zeigen. Lia, stopp! So, Felix fegt jetzt hier gerade und dann macht er die erste Wand. Da. Erste Rehgipswand. Und dann zeige ich euch das nochmal nachher, was da denn schon so passiert ist. Ich bin super gespannt. So, und
wie gesagt, ich werde jetzt einmal kurz meine Haare waschen, weil meine Haarmaske ist immer noch drin. Ne? Ich wollte eigentlich nur 30 Minuten einwirken lassen, jetzt ist schon ein paar Stunden drin, aber ist gar nicht schlimm. Schadet ja nicht. So, und dann muss ich hier gleich noch ein bisschen aufräumen in das Zimmer. Ich habe ja auch noch frische Wäsche hier liegen. Und ich muss gleich auch noch eine Waschmaschine anschmeißen. Ja. Ne? Eine Waschmaschine anschmeißen? Ja. Ja. Lia, zeig mal, was du da im Gästezimmer gefunden hast. Es ist eine Lampe. Die hast du da gefunden. Vom Laternenlaufen, ne? Aber wir konnten letztes Jahr gar keine Laternen laufen, Schatz. Hm. Kannst du auch angeln mit, Schatzi. Hui. Ja, es ist aber alles, Schatz, ne? Es sind keine Batterien drin. Hui. Und ich kann ja mal ein kleines Update geben zu Lias Schlafsituation. Es ist total verrückt. Seitdem sie ihr neues Bett hat, möchte sie nur noch darin schlafen. Und das auch wirklich jeden Tag. Und ich frage sie jeden Tag abends, ob sie bei Mama schlafen möchte oder ob sie bei Lia im Haus schlafen möchte. Kika. Und dann sagt sie immer Lia Haus. Kika. Sogar als sie jetzt gestern krank war, wollte sie auch unbedingt bei sich schlafen. Kika. Nee, das ist ein Löwe, Schatz. Ein Löwe. Das klappt wirklich super. Ich bin ganz begeistert. Abends kommt sie entweder, also nachts kommt sie entweder einmal selber rüber oder sie ruft mich, dann hole ich sie. Aber sie hat auch schon einmal durchgeschlafen, komplett von 8 bis um 7 Uhr morgens. Ja, was ist denn, Hase? Oh, guck mal, ein Baby. Ein Baby? Ja. Oh, und Daddy? Nee, das ist der Papa und das ist die Mama. Ja? Papa hat Baby? Genau, der Papa hat ein Baby. So, zeig mal hier. Komm mal runter da. Was gibt's denn neu? Hast du schon die Ecken abgerissen, Hase? Weihnachten. Sieht aus wie ein Weihnachtsmann, ja, hast du recht. Hm? Da sind ganz viele Zwerge, ne? Da! Ja, ganz viele Zwerge. Genau, so sieht das gerade aus. Schöne runde Kugel. So, mein Lieben. Wir sitzen gerade am Essentisch und warten auf die Marlies. Die stillt nämlich gerade noch. Aber das Essen ist sowieso heiß. Ich habe gekocht. Es gibt Jägerschnitzel. Felix probiert schon mal. Und Lia auch. Lia scheint es auch zu schmecken. Schmeckt gut, Chase? Mhm. Ja, super. Hier seht ihr das leckere Essen. Bratkartoffeln, die eher aussehen wie püriert, aber ist nicht schlimm. Böhnchen und ein Stück Fleisch mit Pilzen und Jägersoße.